heute ist das Thema Pedalen, und zwar Plattformpedalen, die aus dem MTB-Bereich kommen, sind nicht nur für MTB-Fahrräder, sondern auch für normale Fahrräder bestens geeignet. Und zwar gibt es den Kontaktpunkt Sattel, Griff und Pedalen. Das sind ja die Sachen, wo du drauf sitzt, anfährst und drauf stehst. Deshalb solltest du dir die Pedalen richtig aussuchen. Und zwar nicht, wie wir hier sehen, die Standard-Auslieferungspedalen. Erstmal wackeln die komplett aus Plastik, taugen eigentlich nichts, lassen die meisten aber komischerweise dran. Ich weiß nicht warum. Hier sind schon mal die etwas besseren. Die haben hier Metall, bisschen bessere Rutschfläche, aber wenn man sieht, auch die sind ziemlich klein, also auch unbequem. Jetzt kommen wir zu den MTB-Plattformpedalen. Schau mal an, sehr groß. Dann haben die hier noch Pins, dass so nicht so viel rutscht. Die meisten haben zwei verschiedene Pins-Größen. Ich persönlich habe die eine Seite mit kurzen, andere Seite mit langen Pins, damit ich mit unterschiedlichen Schuhwerke fahren kann. Weil wenn die so groß sind, schneiden die doch schon mal in der Schuhe rein. Das ist der kleine Tipp. Beide Seiten benutzen. Einmal für bessere Schuhe, weil das ist der Tracking-Bereich. Wir fahren ja nicht Mountainbike. Und einmal so die gute. Aus diesem Grunde empfehle ich dir Plattformpedalen. Wie gesagt, aus dem MTB-Bereich, hat aber nichts damit zu tun, dass du auch nur das für MTB benutzen kannst. Rennradräder gibt es natürlich wieder andere. Aber für Holland-Fahrräder, normale Fahrräder, Mountainbikes, Hardtails und wie alle Fahrräder auch sind, Trekkingbikes, Citybikes, ist es trotz alledem immer besser, mit solchen großen Pedalen zu fahren, weil man hat mehr Gefühl, mehr Kraft und das Wohlgefühl ist auch besser. Bis dahin, ciao.